Guten Morgen. Der Tag in Reutlingen beginnt gut. Der Frühstücksraum des Hotels ist wirklich angenehm. Und am Schluss noch was Frisches. Heute ist schon nach 9:30. Wir eilen zum Bahnhof. Unser Zug von Reutlingen nach Tübingen. Die Zugfahrt dauert nicht sehr lange. Schon haben wir den Bahnhof in Tübingen erreicht. Vor dem Bahnhof ist eine riesige Baustelle. Da müssen wir erstmal durch. Durch einen winzigen Park. Vorbei am Denkmal für den deutschen Dichter, Literaturwissenschaftler, Juristen und Politiker aus Tübingen, Ludwig Uhland. Auf dem Indianersteg über den ersten Arm des Neckar. Nach wenigen Schritten quer über die Neckarinsel erreicht man den zweiten Arm des Neckar. Parallel zum Fluss verläuft eine wunderbare Allee. Von der Neckarinsel hat man wirklich einen wunderschönen Blick auf die Altstadt. Vorbei am Denkmal für Philipp Friedrich Silcher, einem deutschen Volksliederkomponisten. Am Neckar entlang. Es ist schön hier. Denkmal für Ottilie Wildermuth, eine Schriftstellerin und Jugendbuchautorin des 19. Jahrhunderts. Der Bildhauer war Wilhelm Rösch. Über den Neckar. Und das da oben ist wohl das Schloss. Und jetzt geht es in die Altstadt. Auf der anderen Seite des Flusses, auf der Neckarhalde, weiter. Heute ist wohl Müllabfuhrtag. Überall liegt der Müll an der Straße. Neckarhalde 24. Das ist das Geburtshaus von Ludwig Uhland. Ein paar Stufen hinauf zum Schloss Hohentübingen. Das hier ist ein ziemlich versteckter Steig. Hotel am Schloss. Und das da ist wohl der Schlosseingang. Der Schlosseingang von etwas näher. Und hindurch. Nach dem Eingangstor hat man einen Blick wohl eher auf die Neustadt von Tübingen. Und dann geht's weiter da hoch. Im Schloss befindet sich ein Museum für alte Kulturen. Jetzt gehen wir in den Innenhof des Schlosses. Ein beeindruckender Innenhof. Ein Abguss von Kaiser Augustus. An der Universität Tübingen gab es viele berühmte Forscher. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das dahin geht, aber einfach mal die Treppen hoch. Wir sind wohl bei der Schlossmauer auf der anderen Seite herausgekommen. So sieht wohl die Rückseite des Schlosses aus. Von da vorne könnte man einen schönen Ausblick haben. Und jetzt wieder die Treppen hinunter. Neben den Treppen befindet sich ein geheimnisvoller Gang, in den wir natürlich hineingehen. Der hintere Teil von dem Schloss ist irgendwie fuchsbaumäßig kompliziert. Keine Ahnung, wo dieser Tunnel jetzt wieder hinführt, aber natürlich folgen wir ihm.
Jetzt sind wir außerhalb des Schlosses angekommen. Das war eigentlich nicht beabsichtigt. Also wieder zurück. Irgendwelche geheimnisvollen Türen gibt's hier auch. Wieder durch den langen Tunnel. Und dann verlassen wir das Schloss. Vor dem Schloss sind da noch hübsche Aussichtspunkte. Blick auf die Dächer der Altstadt. Da gibt's noch mehr Aussichtspunkte. Und noch ein schöner Blick auf die Dächer der Altstadt von Tübingen. Und wieder hinaus durch das große Schlosstor. Und weiter geht's durch Tübingen. Immer auch wieder durch kleine versteckte Gassen. Wunderschöne Blumen. Tübingen hat eine wunderschöne Altstadt. Wow, ein ganz toller Mustang. Hier sollen Reste der Stadtmauer sein. Ich denke, diese Mauer gehört schon dazu. Es sieht so aus, als ob man in die Reste der Stadtmauer einfach Häuser reingebaut hat. Ups, wer sitzt denn da oben? Durch versteckte Gässchen haben wir jetzt endlich die Jakobuskirche entdeckt. Beeindruckend. Wir verabschieden uns von der Jakobuskirche und weiter geht's durch Tübingen. Und nur ein paar Schritte weiter befindet sich das Bürgerhaus. Man hat uns gesagt, dass das beste Café von Tübingen sei. Auf jeden Fall ist der Kaffee hier sehr frisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt dieser Platz Krumme Brücke. Also, diese Brücke hier ist jedenfalls mal nicht krumm. Aber das Restaurant dahinter heißt Krumme Brücke. Und da rechts scheint auch nochmal eine kleine Brücke zu sein. Von der Brücke aus ein Blick auf den Kanal. Dieser ist sehr eng, aber nicht krumm. Das ist das Restaurant Krumme Brücke. Und dann ist da noch dieser kleine Buckel quer über den Platz. Aber das ist doch wohl keine krumme Brücke, oder? Den Verbleib der krummen Brücke konnte ich jetzt nicht endgültig klären, aber weiter geht's. Das ist wohl die Judengasse. Und die Gasse in die entgegengesetzte Richtung ist ebenfalls hübsch. Und weiter geht's. Und das hier ist wohl das Kornhaus. Da ist jetzt das Stadtmuseum drin. Nett.
Hier ist es überall hübsch. Und das ist wohl der Stiefelhof. An einer Kirche vorbei geht es weiter. So ganz einfach ist diese Stadt ja nicht gebaut. Das ist das Nonnenhaus. Und das Nonnenhaus von der anderen Seite. Da sind viele kleine hübsche Geschäfte drin. Jetzt müssen wir wieder ein kleines Stückchen zurückgehen. So, und jetzt geht es in die berühmte lange Gasse. Eine sehr belebte Straße. Das ist der Wilhelmsstift mit der Konviktsbibliothek. Und weiter geht's. Very lively hier. In diesem Haus wohnte Alois Alzheimer als Student. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, hier geht's in den Pfleghof. Jetzt scheint der Pfleghof ein Studentenwohnheim oder etwas Ähnliches zu sein. Da steht jetzt Polizeiposten, aber ich denke, das gehört auch zum Pfleghof. Und das scheint ebenfalls Teil des Pfleghofs zu sein. Hinter dem Pfleghof ist eine wirklich schöne Straße. Und weiter. Überall schöne und interessante Gebäude. Das ist noch die Außenwand des Pfleghofs. Hier geht es jetzt hoch auf den Schulberg. Jetzt sind wir auf dem Schulberg. Hier gab es früher, also etwa 1860, eine Lateinschule. Auf dem Schulberg gibt es zwar keine Schule mehr, aber dafür eine hübsche Aussichtsplattform. Hier machen wir eine kleine Pause mit hübschem Blick über die Dächer von Tübingen. Eine einfache Brotzeit. Und jetzt wieder den Schulberg hinunter. Auf den Holzmarkt, so heißt dieser Platz. Der Holzmarkt ist wirklich hübsch. Am Holzmarkt im Antiquariat Heckenhauer befindet sich das Hermann Hesse Kabinett. Da wollte ich unbedingt hin. Ich hatte mir den heutigen Tag für den Tübingen-Besuch ausgesucht, weil das Kabinett geöffnet sein sollte. Aber wir hatten Glück, eine nette Dame hat uns trotzdem eingelassen und uns noch viel erklärt. Von 1895 bis 1899 lebte Hermann Hesse in Tübingen und absolvierte dort in der Buchhandlung Heckenhauer seine Buchhändlerlehre. Hier wurden früher auch Bücher gebunden und repariert. Aber die heutige Ausstattung ist eher als Kulisse gedacht. Und das war wohl der Lehrherr von Hermann Hesse. Früher ging das Geschäft über 3 Stockwerke. Heute endet die Wendeltreppe hier. Wir bedanken uns und gehen sehr zufrieden weiter. Am Holzmarkt steht auch die Stiftskirche. Und noch ein zweiter Blick. Und jetzt haben wir auch den Eingang gefunden. Eine wunderschöne Kirche.
Ein wunderbares Triptychon. In diesem Gebäude neben der Kirche befindet sich die alte Aula der Eberhard-Karls-Universität. Aber diese Aula ist heute wenig beeindruckend. Durch die Münzgasse geht es weiter. Das ist der Marktplatz von Tübingen. Dieser beeindruckende Bau ist das Rathaus. Und das Rathaus noch einmal aus einem anderen Winkel. Und weiter geht's. Und wieder ein Stückchen zurück durch die Münzgasse. Aber gleich geht's wieder hinunter durch eine winzige Treppe. Das ist wohl der evangelische Stift. Vor der Stadtmauer gab es früher das Neckarbad. Aber heute sieht man da nichts mehr. Also dann wieder hoch. Das ist die alte Burse und hier gibt's wohl auch das philosophische Seminar. Das ist der Hölderlin-Turm. Hier verbrachte Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens. Viele Boote an der Neckarfront. Ein Stückchen am Neckar entlang. Die Brücke über den Neckar ist wunderschön mit Blumen geschmückt. Ein wunderschöner Blick von der Brücke. Und jetzt den Berg hinauf zum Aussichtspunkt Doblerstraße. Es ist doch ein ganz schönes Stückchen nach oben. Vom Aussichtspunkt hat man einen hübschen, wenn auch etwas begrenzten Blick. Nach einer längeren Erholungspause an diesem abgeschiedenen Ort geht es wieder hinunter. Wieder über den Neckar. Das wäre doch ein guter Platz für ein Stückchen Kuchen. Hier fällt natürlich die Auswahl schwer. Eine Schwarzwälder Kirschtorte mit Eistee. In Ruhe beobachten wir den Straßenverkehr. Es sind nur noch ein paar Schritte bis zum Bahnhof, vorbei an einem bunten Haus. Ziemlich genau um 5 Uhr sind wir am Bahnhof. Nach etwas Chaos am Bahnhof haben wir den richtigen Zug gefunden. Schnell geht es zurück. Wieder am Bahnhof in Reutlingen. Zurück zum Hotel. Wir müssen uns jetzt ein bisschen ausruhen. Nach einer längeren Pause geht's zum Abendessen. Das ist das Restaurant Sambao. Eine große Auswahl. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus.
Wonton-Suppe. Rechts, das ist Hühnchenfleisch, in der Mitte Ente und links, das ist Rindfleisch. Und dann noch eine riesige Portion Reis. Und die Nachspeise ist ebenfalls riesig. Abnehmen kann man hier nicht. Mit übervollem Magen geht's zurück zum Hotel. Wir verabschieden uns und wünschen allen einen wunderschönen guten Abend.